Moin Moin, Limon Rouge hier. Wir machen weiter. Battle Chaser Nightmoor. Sind hier ins Loch gekraucht. Okay. Behalten. Stärker das in der Schlacht gewonnene Gold um 25% für 3 Schlachten. Nice. So, dann mal auf ins Loch. Oh, wir gehen nach oben. Ich dachte, wir gehen jetzt nach unten. Musste ja ein Crit sein. Ich hätte eine Single-Target-Heilung ansetzen sollen. Okay, Riposte 2, Chimärenstachel vor. Gucken wir gleich mal. Und gleich die Fledermaus erwischt. Oh, voll der Riposte. Die auf Crit. Die auf Crit wird lustig. Nur noch Nolan hier hinterherkommen. So. Vorteile. Stärke den Schaden von Chimera Stachel. Riposte. Stachel war das hier, ne? Ja, das ist die geile, die will ich haben. Vergiftete Waffe. Oh, die ist aber auch geil. Hier ist nicht so viel Crit, ne? Hier ist mehr Ausweichen drin, ne? Hm. Er ist gut, er ist gut. Höhere Crit-Chance. Crit und Abwehr. 2 Punkte über. Die Haltung können wir rausnehmen.
Höhere Angriffsstärke. Verbesserter Feuersturm. Crit-Chance. Ausdauer. Soll ich hier noch reinstecken? Weil die Crit-Meisterschaft bekommen. 16%, 19%. Du brauchst kein Crit. Das ist sogar 11% ausreichend. Hast du. Okay, da haben wir einen Spitzer Kontra-Sam bekommen, das ist geil. Das ist so geil, der Angriff, Alter. Er ist echt gut. Ja, und oh, dann brauchen wir noch unser XP-Feld. Brunnen der Kraft trinken. Oben ist ein Mond. Oben in der Ecke. Drohne. Haha. Deswegen hat der Mond da hinten geleuchtet. Guck, warte. Seht ihr das? Hier oben. Monddrohne. Das Licht weist den Weg. Okay.
Alter Schwede, was ist denn das hier alles, ey? Was zur Hölle? Warum bin ich denn so langsam nur? Haltet mal die Guschen da jetzt, Alter, ey. Was durften die denn angreifen, ey? Erstmal voll heilen hier. Gott. Die ist gegrindet hier. Super, alle Power Level da. Das ist cool, dass wir Stufe 3 hoch sind. Ja, da. Oh, nice. Das war Herstell-Item. Ja. Auf jeden Fall der. Fackel mit der Asche des Feuerfürsten. Danke. Oder? Was ist denn das hier? Haben wir jetzt eine unendliche Fackel? Das wäre ja lustig. Spotten. Feuerbombe. Abwehrschlag. Elementarschild. Superkraft. Killen wir mal dich. Ja,
das ist natürlich günstig. So, Überfall. Ah, ich glaube, dieselbe Variante wäre Galli und Galparetto. Wäre dieselbe Variante. Oha, Asche. Vom Level ab. Abgebrochener Reißzahn. Richtig gesehen. Höhere Erdelementare. Oh, sehr schön, betäubt. Verteidigung. I got it. Ist ja natürlich jetzt da critten muss, aber ungünstig. Aber du bist eh Level up, ne? Ja. Vorteile. Elementarschild 2. Eisschwall. Oder... Arkanes Geschoss hebt eine Stärkung auf dem Ziel. Ui, das sind aber sehr schöne Punkte hier.
Elementarschild, das ist ja nicht schlecht jetzt. Obsidiankugel der Macht. Stopp, so. Mal schauen. Brunnen der XP. Zertrümmerung. Ja, okay. Dann stellen wir mal Leben wieder her. Snowle. Noch Gift hinzu. Das ist so. Na. Überlegen. Mit Nolan ist es definitiv schwieriger als mit Calparato. Fest des glorreichen Kriegers. Bonusschaden Ausdauer.
Leider Crit runter, aber Crit ist die Verzauberung, ne? Ja. Crit ist die Verzauberung, die können wir auch noch so runterholen. Na gut, machen wir Ende für heute. Wenn euch das Ganze gefällt, würde ich mich riesig über ein Abo, einen Like und einen Kommentar freuen. Aber denkt dran, wer das mit dem Bienchen und dem Blümchen will, muss freundlich sein. Wenn ihr mich mal live sehen wollt, könnt ihr mal bei Twitch vorbeischauen. Link in der Infobox. Ich stream von Mittwoch bis Sonntag von 14:15 bis 23:24 Uhr. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mal vorbeischaut und mal ein bisschen quatscht und so. Jo, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis denn.